ganz wenig ist auch der Grund, warum alle Schnitzelbänkler ihre Schnitzelbänke auswendig mühen können. Weil, so, wer schon mal gelesen hat durch eine Larve durch, das ist gar nicht so einfach. Und wenn man den Augen da hat, dann hat man die Hand davor und das wäre dann auch nicht schön. Aber wir haben absolute Profis, wir freuen uns sehr. Unter anderem, seit 5 Jahren sind sie unterwegs, Kellertierli. Da machen wir spezielle Türen auf heute. Und das ist immer so eine spezielle Geschichte, wie tut man eigentlich rechnen, mit oder ohne Pandemie. Auf jeden Fall haben sie so ein kleines Jubiläum, das 5-Jährige. Und auf die Nächsten, da dürfen sie sich freuen. Ich gebe es immer wieder gerne zu, ich bin ein grosser Fan, weil ihr Auftritt, der fängt an, kaum gehen sie durch die Türen. Da kommt eine ganz spezielle Atmosphäre. Lassen sie sich tragen davon, wir haben grosse Freude, sind sie da. Bitte einen grossen Applaus für die Grisel! Beschlossen ist jetzt netto null Klimastrategie. Und bis das umgesetzt wird, wird Greta auch schon 60 sein. Jeder gibt sein Bestes, doch schon jetzt kannst du deutlich sehen. Die beste netto null Bilanz hat unseren FCB. Klebeer, wo am Boden klebt, ist gut, weil er so mit seiner Lunge die Abgas filtert. Für uns sind das nur Modeglöhn, wir sagen euch wieso. Ein wahrer Aktivist hat wie der Jesus Nägel genommen. Anzug, Rolex, Goldschmuck, das ist alles nicht modern. Der Mann von Welt trägt heute im Minimum 2 Gender-Sterne. Das Maximum ist in der Gender-Königsdisziplin, wenn einer kommt und sagt, ich bin der Charles, eure neue Queen. Spiel. Schöfli Hirt, stille Nacht, eine Frau gebiert.
nächsten Liebe. Euphorie. Logisch, es muss Fußball-WM sein. Herzlich willkommen in Katar. Ja, dort ist die Welt noch wunderbar und keine schwul. Andere Sitte, andere Wert, auch die Frauen stehen dort noch am Herd und halten das Maul. Am Zoll da staunen Zittenwächter, es marschiert mit 17 Geschlechter Deutschland ein. Und als Beleg vom deutschen Charme breit man eine Binde rechts am Arm, das ist Nostalgie. Die deutsche Elf steht unter Druck und reist nach drei Match wieder zurück. Sie sind frustriert, weil sie haben völlig für die Katze den ersten Platz mit ihrem Badtuch reserviert. Stellt eine kroatisch sexy Frau ihre Fußballe gern zur Schau, da schaut man gespannt. Und beim Wüstenlandbewohner siehst du das Erwachen vom Lioner klar durchs Gewand. Und all die Scheiche sind Gottlob nur gegen aussen homophob, weil Schluss am Ende kriecht im Arsch vom Scheich ganz treu im Minimum bis zu den Knäu. Bis heute noch der FIFA-Präsident. Danke vielmals. Schönen Abend miteinander.